Toprak sehr gut täuschte. Der großartige Bayezid und der weise Prinz Ahmed. Bitte, nur ein paar. Verdammte Straßenkünstler. Spinner, allesamt. Hurra! Gut, dann gehen wir mal wieder zu diesem Büchersymbol. Keine Ahnung. Ja, da weiß man halt immer, dass es mit den Büchern irgendwas zu tun hat. Wenn dieses Symbol kommt. Oder wenn man zu diesem Symbol gehen soll. Und deswegen mache ich das auch mal direkt. So. Ist in der Stadt und wünscht allen Bürgern die nötige Ruhe in diesen schweren Zeiten. Komm hoch. Nein, hast du nicht. Wohin muss ich denn jetzt? Zu viel Mühe und nichts, weißt du? So, dann werden wir auch direkt mal uns angucken, was uns Altair zu sagen hat. Moment mal. Wie wär's, Freunde? Wo kann man das machen? Okay, Assassin erstmal. Was kann man denn machen hier? Gehen wir auf Rüstung. Ach ja, den haben wir schon. Ja, stimmt. Ja, alles klar. 6555553111. Okay. Alles klar. Mediterrane Verteidigung. Alexandria, was gibt's denn da so? Genau. Mission starten. Dank euch werden wir immer stärker. Das will ich doch hoffen. Das war ja die ganze Mühe umsonst, meine Freunde. Gut, dann drücken wir mal B. Ich will B. Ich drücke B. So. Ah, können wir es von da drücken? Okay. Dann warten wir mal ab. Ihr hieltet Feuer in der Hand, alter Mann. Es hätte zerstört werden müssen. Und damit das einzige zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Vergebt mir, mein Lehrmeister. Doch der Apfel hat euch verdorben. Und durch euch hätte er uns verdorben. Ihr musstet sterben, damit wir leben können. Ist der Zauberer tot? Ist es wahrhaft vorüber? Er war kein Zauberer.
Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber... Altair, einige der Männer werden das nicht gutheißen. Überlass das mir. Des Mentors Totenwache. Altair hat seinen Mentor Al-Mualim eliminiert, da dieser die Assassinen betrügen wollte. Vergewissern Sie sich, dass Al-Mualim wirklich tot ist und die Assassinen verstehen, warum er sterben musste. Nicht mehr als 3 Synchronitätspunkte verlieren. Oh. Könnt ihr ein Pferd reiten? Ich eine Vision. Ich bat Malik, die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Würdet ihr nach Arkon reiten und dasselbe tun? Wie konnte es dazu kommen? Mein Verstand war klar, aber mein Leib, er war wie gelähmt. War unser Mentor der Auslöser dieser Wirren? Das glaube ich nicht. Al-Mualim. Was ist hier geschehen? Unser Mentor täuschte uns alle. Die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise? Kommt mit mir, Abbas. Ich erklär's euch. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Erinnert ihr euch an das Artefakt, das wir Robert de Sable abnahmen in Salomos Tempel? Das Artefakt, das ihr beschaffen solltet und andere brachten? Ja, es ist eine Templerwaffe. Der Edenapfel. Es erzeugt Illusionen und beeinflusst den Verstand. Eine tödliche Waffe. Und ihr glaubt, Al-Mualim stand unter seinem Zauber? Jawohl. Heute benutzte er den Apfel, um Masyaf zu versklaven. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ich weiß nicht, was ich sah. Hört zu, Abbas. Der Apfel ist sicher in Al-Mualims Kammer. So ich fertig bin, zeige ich euch, was ich weiß. Altair! Nein! Ich muss sicher sein, dass er nicht zurückkehrt. Das ist gegen die Regel. Eines Mannes Leiche zu verbrennen ist verboten. Der Frevler! Hört mich an! Diese Leiche könnte eines von Al-Mualims Phantomen sein. Ich muss sicher sein. Lügen! Schon euer ganzes Leben beschmutzt ihr unser Credo. Ihr beugt die Regeln, wie es euch beliebt. Während ihr die um euch herabsetzt und beleidigt. Zögert ihn! Hast du nicht gehört? Al-Mualim war verhext. Oh! Abbas, Alter, du Wichser, Alter. Der ist sowieso schon eine ganze Zeit eigentlich behindert. Du kannst dir nicht machen, dass du lebst, Idiot! Oh Gott. Oh Gott. Geh! Los! Kachelchen! Oh Gott. Achso, ich dachte, sie nicht töten. Okay. Bleib mir vom Leib. Komm her. Kein Grund, mich zu tragen. Was glaubst du, was du da tust? Alles du, nur lass mich gehen. Lass mich einfach ziehen. Bitte. Nachlassen. Ich entwaffne die einfach nur. Ich gehe einfach. Oh, Glück gehabt. Was sagte ich euch, Altair? Abbas, halt! Was dachtet ihr würde geschehen, wenn ihr unseren geliebten Mentor ermordet? Ihr liebtet Al-Mualim am allerwenigsten. Ihr gabt ihm die Schuld für alles, selbst für den Freitod eures Vaters. Mein Vater war ein Held. Es ist nicht die Zeit, über Vergangenes zu streiten. Wir müssen entscheiden, was wir mit dieser Waffe tun. Wozu dieses Artefakt auch fähig ist. Ihr seid nicht würdig, es zu führen. Niemand ist das. Es ist schön, oder nicht?
Komm, lauf. Komm hoch. Wir müssen Abbas retten. Auch wenn ich den Schwachkopf lieber nicht retten würde. Komm. Was war das? Sind Sie tot? Vergebt mir. Ich wusste nicht. Vermagst du uns etwas zu lehren? Oder führst du uns alle in den Ruin? Oh mein Gott. Abbas, der lernt doch nie was, der Typ. Altair, gerade 26 und schon der Anführer eines zerstrittenen Ordens. Wie erträgt man so viel Verantwortung und so grenzenlose Macht? Ich habe keine Ahnung. Und werden damit Sequenz 5 oder 4, ich weiß es nicht genau, ich glaube 5. Nee, ich glaube 4. Sequenz 4 beendet. Wir sind jetzt Sequenz 5, alles klar. Alles klar. Ich habe die Bekanntschaft eines osmanischen Prinzen mit Namen Süleyman gemacht. Ein gewitzter junger Mann mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Ausstrahlung. Auf seinen Rat hin werde ich einigen verdächtigen Janitscharen nachstellen, die womöglich mit den Templern im Bunde stehen. Mit etwas Glück führen diese mich direkt zu den Anführern der Templer. In der Zwischenzeit hilft mir die Venezianerin Sofia Sator, weiterhin die versteckten Schlüssel zu finden. Sie ist eine tüchtige Frau, voller Elan und Leidenschaft, und ich genieße ihre Gesellschaft sehr. Jedoch wage ich nicht, ihr den wahren Grund meines Aufenthalts zu verraten, oder gar meinen Beruf. Ich möchte niemanden in unseren Kampf hineinziehen, der sich nicht freiwillig dazu bereit erklärt. Okay, ich werde mal kurz zum Schmied gehen. Zur Bank und zum Schmied. Gucken, was man so kaufen kann.
Okay, die Armbrust ist noch zu teuer. Dann reparieren wir erstmal alles. Und Rüstung wäre nicht schlecht. Wir bringen 2 und 3,5. 1 und 2,5, okay. Mhm, okay. Waffen, was gibt's denn so Cooles? Aber wir haben noch 3000. Das ist nicht wirklich besser. Nee, nicht wirklich besser, das wäre besser. Den haben wir aktuell ausgewählt, oder? Minus 1 und den haben wir aktuell ausgewählt. Dann bleiben wir auch dabei. Ah, ich könnte vielleicht noch... So, jetzt haben wir bessere Rüstung. Junge, ich will mit dir reden, du. Ich will noch ein bisschen Munition kaufen. Alles klar. Okay. Dann mache ich die Markierung weg. Alles klar. Dann denke ich, mache ich nächstes Mal... Okay. Wie viele Templergebiete habe ich denn schon freigeschaltet? Mir fehlt noch eins. Das ist das hier. Okay. Alles klar. Ja gut, dann mache ich nächstes Mal, ich werde jetzt aufhören, die Mission. Wenn ich die zu Ende habe, mache ich die Bücher. Und vielleicht noch das, wenn ich hier vorbeikomme. Mache ich das ja auch noch. Ansonsten, wie gesagt, hier, seht ihr, habe ich nur noch ein Ding, was ich machen muss. Und deswegen, chillt. Speichere ich noch gerade, allgemein, Speichergerät, Festplatte, bestehende Speicherdaten überschreiben. Sehr gut. Ja. Ansonsten würde ich gerne sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert, abonniert, teilt das Video auf den sozialen, in den sozialen Medien, auf den sozialen Netzwerken. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.